Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, wir reagieren heute auf Casey Rebel, Summer Jam, Feat Capital Bra, Amja Olu heißt der Song, Leute. Amja Olu heißt sowas wie Amja ist, ja, der Bruder deines Vaters, Olu der Sohn, sozusagen der Sohn deines Onkels. Aber das ist, sagt man auch so an sich zu Bekannten oder so, sagt man auch mal gerne Amja Olu, sodass du Bescheid weißt. Also so eine Redensart, jemanden anzusprechen. Ja, Leute, wir geben uns das jetzt, ging natürlich ganz kurz in die Infobox rein, wie lange ich gebraucht habe, um das zu erklären, Alter. Okay, Maximum 3 haben wir auf das Album komplett reagiert. Zack, zack. Oha, Digga. Die, Dingens ist schon, Video ist von Daniel Slotin, haben wir gerade drinne gehabt, Regie, Schnitt, alles da. Digga, wo steht, ach da. Produced by Gennaro Ghana Beats MacLeod. Okay. Wissen wir Bescheid? Let's go. Ich bin seit 3 Tagen wach. Mein Zimmer riecht nach Asche und mein Sonnenlicht ist halogen. Wenn ich mal irgendwann auf Cocaine betrunken in der Suite wegkippe, dann ist das okay. Verdräng die so. Okay, also ich muss sagen, Casey Summer, Kapi, die Kombi gefällt mir und die haben ja schon so ein paar Songs, zum Beispiel DNA oder Rolex war auch ein, heftiger Song, oder Chinchilla war das, ne? Chinchilla war, glaube ich, von Endstufe. DNA war vom Hasso. Und Rolex war von CB6, das Album. Morgen der letzten Jahre mit Inerako, nicht mit Chadone. Nicht nur sonnige Tage, more money, more problems, du weißt doch, I'm Jolie. Letztes Jahr, als ich bewiesen habe, was ich meine. Okay, also. Beat hört sich auf jeden Fall schon mal fresh an, Digga, mit der... Mit dieser Flötenfrequenz, so einen orientalischen Touch auf jeden Fall drinne gehabt. Let's go, Digga, ich bin auf die einzelnen Parts gespannt. Summer, der Hammer, der Killer, der Chief, ballert. Wiesen habe, was ich meine. Wenn ich sag, dass ich der Liebling der Kanaken bleibe. Mir das muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Unter 5 Millionen sage ich nur Heide, Heide. Eine Nose für den Ice Beat. Unter 5 Millionen sage ich nur Heide, Heide. Ja, Digga, das, da wird auf jeden Fall rumgeflext. Digga, Casey... Hat er sich die Haare hinten gebunden? Ihr seht das, glaube ich, gar nicht wegen der Facecam gerade. Aber okay. Die Jungs sind auf jeden Fall fresh unterwegs. Todesstund in meinem Livestream. Ich war broke in den 90s. Kriege jetzt paar Millionen für mein Deal. Dieses Leben ist so hart. Nie wieder locker, weil ich auf Masse gehe. Lebt das. Das hat so, der Song hat gerade so was Chilliges, finde ich so, wie Summer gerade in den Part kommt. Aber. Ich hätte mir gerade ein bisschen mehr Wechsel bei Summer schon gewünscht. So heißt Flowwechsel, ein bisschen schneller auf einmal. So ein bisschen Wechsel wären jetzt nice. Okay, das war Summers Part. Ich sag mal so, ich fand Summers Part gut bis normal. Ja, gut bis normal würde ich das jetzt einordnen. Wir sagen natürlich, welchen Part wir am Ende am besten fanden. Let's go, weiter geht's. Seit 3 Tagen wach, mein Zimmer riecht nach Asche und mein Sonnenlicht ist halogen. Wenn ich mal irgendwann auf Cocaine betrunken in der Suite wegkippe, dann ist das okay. Verdräng die Sorgen der letzten Jahre mit Inerako. Junge, ich weiß nicht warum, aber Summer Jams Stimme, wenn er dann so Autotune drauf hat, so ein bisschen Autotune, Digga, das passt einfach full krass, Alter, auf seine Stimme. Es passt krass auf seine Stimme. Deswegen setzt er das auch so gezielt ein. Du nicht mit Chardonnay. Nicht nur sonnige Tage, more money, more problems, du weißt doch, I'm Jolie. Ganze Nacht lang, yeah. Mach den Blunt an, das Geschäft boomt, boom. Nimmt Gestalt an, yeah. Chain und mein. Okay, jetzt kommt Casey Rebel in den Part, gucken jetzt mal, wie sein Part sein wird. Ich verstehe natürlich schon, was hier versucht wurde, so ein bisschen eine Vibe-technisch auf ein bisschen gechillt angelehnt. Digga, warum nicht, warum nicht? Nimmt Gestalt an, yeah. Chain und mein Nacken fühlt sich kalt an. Du hast nichts, was mir gefallen kann. Körperschmott in der Hölle, aber Kaffa Paradies. Du hast nichts, was mir gefallen kann, gefallen könnte. Ne? Ey, diese Lines. Also es sind schon ein, zwei Lines, die ich schon stabil finde. In meine Lunge ist halt voll auf Gasolin. Du siehst mein Leben auf Leinwand, alles live bra, man kann abonnieren. Man kann abonnieren. Ja, der Move war jetzt so ein bisschen, ja, hätte nicht reingemüsst, aber okay. Oder wie Mois sagen würde,
cringe. Vergessen nie, wie die Zeit war, als wir noch klein waren. I'm Jolie. Ich bin seit 3 Tagen wach. Mein Zimmer riecht nach Asche und mein Sonnenlicht ist Halogen. Wenn ich mal irgendwann auf Cocaine betrunken in der Suite weg. Hook ist nice. Die Hook gefällt mir. Die finde ich nice. Klar, das ist jetzt kein Song, wo ich ausraste oder sonst was, sondern ich fühle gerade den Vibe. Ich fühle den Vibe und ich muss sagen, ich finde die Hook nice. Weil vor allem auch, dass die sich hier abwechseln. Auf Kappis Part bin ich sehr gespannt. Kippe, dann ist das okay. Verdräng die Sorgen der letzten Jahre mit Inerak und nicht mit Chardonnay. Nicht nur sonnige Tage, more money, more problems, du weißt doch, I'm Jolie. Okay, jetzt kommt Kapital, lass nochmal ein Stück zurück. Okay, wir haben jetzt Hook gehört, Summer Hook, Casey Hook, jetzt kommt Kapi rein. Kapi und AZ haben wir ja auch schon drauf reagiert, Meru haben wir reagiert, let's go. Ihr wollt Hype und rote Teppich, ja. Du trägst Louis, doch bist trotzdem hässlich, ja. Und um mich rum sind Paparazzis, wir fahren nur Mercedes, fick Maseratis. Bin im Studio nachts mit diese Stimme. Junge, diese Stimme von Kapital. Ich mag das echt, wie krass der Typ mit seiner Stimme spielen kann. Wie gut er mit seiner Stimme spielen kann. Er hat diese Kontrolle gut drauf. Bin im Studio nachts mit meinem Brass. Bratan schreit nach. Die Kappa ist krass. Guck, wie sie tanzt. Fast wie im Videoclip. Bin in meiner Suite. Riech ich nach Weed, baby. Ja, Digga, ich muss sagen, seine, so diese hohe, vorsichtige Stimme von ihm, die passt irgendwie gerade am besten zum Beat. Diese Blicke. Junge, diese Blicke. Das ist dieser Moment, wenn du irgendwie nicht realisiert hast, dass Besuch da ist. Du hast irgendwie Kopfhörer oder so, du kommst aus deinem Zimmer raus und du siehst den Besuch vor dir. Und du hast gar keinen Bock mehr. Bring mir das schön. Und die Rille von Mama, ich zeig sie gleich. I'm Jolie. Ich bin seit 3 Tagen wach, mein Zimmer riecht nach Asche und mein Sonnenlicht ist Halogen. Wenn ich mal irgendwann auf Cocaine betrunken. Wie nach der Flöte die Drums einsetzen, das ist einfach genial. Also der Beat, der gefällt mir sehr. Der gefällt mir wirklich sehr. Ist mal ein bisschen andere Richtung, so von den dreien. Mal, dass die so in so eine Richtung auch gehen können. Digga, warum nicht? In der Suite wegkippe, dann ist das okay. Verdräng die Sorgen der letzten Jahre mit Inerak und nicht mit Chardonnay. Nicht nur sonnige Tage, Mann. Okay, Digga, dann sind wir jetzt wahrscheinlich durch. Hören wir noch gerade das Ende der Hook und dann. Ich hoffe, so ein bisschen Beat abgespielt kommt noch. Hier denke ich mal schon, weil der Beat ist wirklich, der hört sich sehr, sehr gut an. Kein Mainstream-Beat, nicht 0815. Any more problems, du weißt doch, I'm Jolie. Ja, Digga, das war auf jeden Fall der Song. Am Jaole. Ich muss sagen, der Part, ich muss sagen, ja, schwer zu sagen. Ich muss sagen. Digga, meiner Meinung nach fand ich Casey, Kapi, ja, ich fand deren beiden Parts sehr, sehr stark. Und dann würde ich sagen, so Summers Part, den fand ich normal bis gut. Aber ich muss sagen, Summer war dafür in der Hook sehr krass. Digga, im Großen und Ganzen kann man sagen, haben die drei abgeliefert. Das war's mit der Reaction zu dem Song. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts zu verpassen. Das war's, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.